Ja, moin Leute, ich bin Genüsi wieder weg am Start und ich wollte euch sagen, ich sage in der Aufnahme immer wieder, es ist ein einstündiges Kill-Duell, ist es aber nicht. Es geht ungefähr 40 Minuten oder so. Und da der Bubbles sich die ganze Zeit aufgeregt hat, hört ihr dann auch am Ende, wenn ihr das Video komplett anschaut. Da wünsche ich euch viel Spaß, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich bin raus, tschö mit Ö. Tja, moin Leute, ich bin Kanuk, ist wieder back am Start und herzlich willkommen zu meinem 200-Abo-Special. Eine Stunde Kill-Duell mit dem XPGA Bubbles. Bevor er sich vorstellt, sage ich noch was. Ich habe das 200-Abo-Special gelöscht, weil ich per Privatnachricht sehr, sehr viele negativen Nachrichten bekommen habe. Also ich sollte das Video löschen und ein neues 200-Abo-Special machen. Habe ich mir natürlich auch zu Herzen genommen, deswegen machen wir jetzt eine Stunde Kill-Duell mit dem Bubbles, also das ist 200 Abo Special und ja, Bubbles ist das auch dabei. Was geht YouTube? Michael Bubbles ist back in business, ja. Wie der Nuke schon gesagt hat, Muss ein ein bisschen lauter kleines. reden. Ja, also ein kleines Kill-Duell. Ne? Also auf der Map Cargo, wie ihr seht. Ich spiele mit der AN, weil meine Sicht seht ihr ja natürlich nicht. Ja. Oh, Nuke, Double Kill, läuft bei dir auf jeden Fall. So lange schmale Nase. Jawohl, komm, nein, ey, die snipen, das ist doch eklig. Noch ist unentschieden, glaube ich, ne? Ja, jetzt will ich, glaube ich. Linux ist online. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Spezial gefällt euch besser. Nein, er gibt uns Call it Nuke. Oh Mann. Bubbles ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ich werde es auf jeden Fall bei mir auch hochladen. Zwar aus Nukes Sicht, aber da werde ich ihn auch nochmal verlinken. Boah, Alter, die Gegner pissen mich echt an. Da ist ein Halber. Quad! Oh, Nuke, fick dich. Fick dich einfach. Alter, er spielt so armselig, ne? Also das Kill-Duell ist auf jeden Fall ein Non-Lethal, ne? Ja, also wir spielen jetzt nicht vorgegebene Klassen, sondern jeder spielt seine eigene Klassen. Also Babbel spielt mit der AN, wie er schon gesagt hat. Und ich spiele mit der Scar-H. Mann. Komm nicht voran hier. Ja, ich faile mein C4 natürlich. Und der Orbi ist am Start. Turn on, meine Freunde. Und Oh. wechselt zum Host. Wenn ich jetzt rausfliege, dann raste ich aus. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt. Und Machst du nicht mit Facecam? ja, nein, mache ich nicht. So, komm. Und ich bin tot, Alter. Oh mein Gott, Alter. Aber ein bisschen schade. Ich habe jetzt letztens hatte ich 225 Abos und jetzt habe ich nur noch 219. Also es gibt wahrscheinlich immer so ein paar kleine Noobs, die immer meinen, sie müssten mich abonnieren und dann wieder deabonnieren. Das finde ich eklig. Finde ich echt mega scheiße. Profitiere ich hier echt gerade schon von deinem Orbit, ne? Aber ich bin selber kurz vor Orbit. Ja, Orbit. Hoppala. Oh mein Gott, er wartet da und hardscoped mich wie so eine kleine Pussy.
Mir ist es auf jeden Fall immer wichtig, dass ihr in die Kommentare schreibt, ob euch das Video gefallen hat oder Boah. nicht. Oder wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann... Alter, er snipet mich immer wieder. Alle Jahre wieder. Also, wenn ihr ein Like da lasst, Du also eine bist positive Bewertung, nein. finde ich sehr geil. Wenn ihr ein Dislike da lasst, dann würde ich mich auf jeden Fall immer freuen, wenn ihr dazu die Meinung schreibt, also in den Kommentaren. Damit ich Nein. auch immer die. Und er snipet mich schon wieder. Ist eklig, der Sniper. Damit ich es umsetzen kann. Was ich besser machen soll, was ich nicht machen soll. Zu viel Kill. Oh mein Gott, Allah. Oh mein Gott. So, Nein. erste Halbzeit. Wir spielen auf jeden Fall immer Herrschaft. Und ja, kannst ja mal sagen, was du auf deinem Channel so bringst. Ja, also ich bringe mehr oder weniger C, also auf jeden Fall immer im Hintergrund CD Gameplays. Eventuell auch mal was anderes. Heute habe ich zum Beispiel über mein Zeugnis, also über meine Schule, ein Video hochgeladen. Finde ich auch ganz witzig, weil also da habe ich meine Noten in den Fächern, nicht in den Lauter. Hakeln. Ja, Entschuldigung. Weil ich will nicht, dass man meinen Controller wieder so hart hört. Und ja, ich könnte mich aber lauter stellen. So, hörst du mich jetzt lauter? Ja. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall habe ich heute ein Video über mein Zeugnis gemacht. Ja, das ist eigentlich so das Allgemeine, was ich so auf meinem Kanal bringe. Mit Nuke auf jeden Fall eine Serie, die ihr auf seinem Channel schon gesehen haben müsstet. Und dann Die ist. feiern auch die Serie voll. Ja, bei mir auch. Das ist. Wollen wir Lass A-Head mal schon? sichern, Ja, ja. okay. Okay, da kommt gleich einer. Also du bringst Commentaries, was noch? Ja, es kommt ganz drauf an. Manchmal auch so spontanes Gameplay und hier hautet mir der Ge Gegner gerade ab vor der Nase. Und dann gibt er mir einen Turn-on, ja. Ja, so, eigentlich so das Allgemeine, was jeder bringt. Eine Serie noch nebenbei. Und zwar Geile Story heißt die. Und ja, da erzähle ich so ein paar Stories, die ich dann erlebe. Die kommen, glaube ich. Oh, die wollte ich ja eigentlich jeden Mittwoch bringen oder jeden Samstag. Werde ich die mal auf. Den Samstag machen und ja, würde mich natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ein bisschen Werbung jetzt hier machen darf, ne? Wenn mir jetzt auch eine Elgato kaufen, ich glaube, wir werden auch mal öfter, was heißt öfter, auf jeden Fall Streams von mir kommen. Weil jetzt habe ich ja noch bis jetzt keinen einzigen Stream gemacht. Und Nuke, du gehst, Oh, was machst du denn da gerade? Tobi. Ey, Nuke! Ach du Scheiße. Was war das für ein Feed, Mann? Ich sehe nur Konter-Drohnen-Assist. Und ich werd gesniped, ne? Übelst krasser Feed. Muss dir auf jeden Fall das Kilder geben, oder? Die Szene gerade. Ja, mach ich Übelst auch. geil. Ich kann dir mal sagen, mein Upload-Plan. Also, ich fange jetzt mal an. Also sonntags wird immer die Serie mit Bubbles kommen. Da reden wir über YouTuber. Und montags ist Community-Montag. Also wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann macht einfach einen Commentary, wo ihr euren Channel vorstellt und wo ihr euch vorstellt. Im Hintergrund dann immer ein COD-Gameplay oder so. Und dann lade ich das immer montags hoch. Das ist der Community-Montag. Und dann Nein, noch. das ist noch nicht zu Ende, ne? Verdammt noch. Jo, erste Runde geht an mich. Und Dienstag kommt kein Video. Mittwoch kommt dann immer Top 5 Call of Duty Clips. Je nachdem, ob ich Clips einspiele
geschickt bekommen habe oder nicht. Wenn ich keine Clips einbekommen habe, dann kommt natürlich kein Video. Donnerstag kommt kein Video und freitags kommt eine neue Serie. Also ich sag hier gerade die Ankündigung für die neue Serie, und zwar wird die Serie heißen Nuke in Action. Also werde ich hier mal ein Live-Commentary machen, entweder solo oder zusammen. Je nachdem, wie die YouTuber Zeit haben. Und Samstag kommt kein Video und dann natürlich wieder der geregelte Upload-Plan. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Sonntag die Serie mit Bubbles, Montag Community Montag, Dienstag kein Video, Mittwoch Top 5 Call of Duty Clips, Donnerstag kein Video, Freitag XBK Nuke in Action, also Live-Commentaries, Samstag kein Video und natürlich Sonntag XBK Bubbles. Jo. Ja, also ich denke mal, dass ich jetzt den Upload-Plan so machen werde, dass ich ja, einfach nur zwei Serien mache und ich glaube, jeden Tag versuche ein Gameplay hochzuladen, also einen hohen, also beziehungsweise Commentary, also einen hohen Commentary-Standard, beziehungsweise schon mal vorproduzieren. Zum Beispiel gestern ist kein Video gekommen, dafür werde ich auf jeden Fall das Kill-Duell mit Nuke noch he heute hochladen. Heute haben wir den 30.01.2014. Ja. Ach ja, ich wollte einfach mal so über Neider und Hater reden. Und zwar. Also mich könnt ihr schon mal beneiden, ja, weil ich jetzt Probetraining beim SC Paderborn 07 habe, ja, das ist eine Zweitligist-Mannschaft, ja. Nee, Spaß beiseite. Nein, ich will einfach mal über Hater und so reden, weil ihr denkt zwar, wenn ihr meine Videos dislikes, dann fühle ich mich schlecht oder so, aber meine Meinung dazu über Dislikes und Hater, jeder Like ist für mich ein Ansporn, weitere Commentaries zu machen, weil Oh Mann, ich bin so blöd. ich hab's gesehen, Weißt weil egal, ob ihr jetzt mir eine positive Wertung gibt oder ein Dislike, Like ist Like, meine Meinung nach, und Kann ich dazu gleich auch noch mal kurz was sagen? ja, klar. Und zwar finde ich, dass es mir Spaß macht, Dislikes zu kriegen. Zum Beispiel auf Videos ein Dislike zu kriegen, finde ich manchmal sogar besser als ein Like auf ein Video. Zum Beispiel das Elephrix-Video, was ich gemacht habe. Ich wollte Dislikes, keine Likes, ich wollte Dislikes. Weil ich finde, wenn ich Dislikes kriege, macht es mir einfach mehr Spaß, diese Leute, also Aufzuregen. genau, aufzuregen mit meinen Videos. Wenn sie die hassen, dann liebe ich es, Leute damit aufzuregen. Also Du ich kriegst ja war. dann, darf ich dich unterbrechen? Ja, klar. Du kriegst ja dann auch mehr Aufmerksamkeit. Also, das wollen wir ja, dass wir mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil zum Beispiel, wir sind ja nicht so groß auf YouTube, also schaut eher so Master Scorpion und Wiska Barca und so an. Und ich finde, wir als kleiner YouTuberin finden es Nein. einfach geil, wenn ihr unsere Videos Double Kill. Vielleicht, also, wenn ich dich kurz nochmal an der Stelle unterbrechen darf. Ja. Gut, vielleicht ist jetzt ein Dislike nicht geiler als ein Like. Ein Like ist natürlich auch immer mega geil, wenn ein Ja. Like dazu kommt. Aber ein Dislike stört nicht. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt denken: Oh mein Gott, der hat mich gedisliked. Ich gehe jetzt mich ritzen und versuche mich zu erhängen, weil ich jetzt keinen Bock mehr auf YouTube habe. Das ist einfach nicht so. Er schluckt wie seine Mutter. Ja, nochmal auf das Thema zu kommen. Wir kleineren YouTubern, wir sind ja nicht so groß auf YouTube. Würden natürlich auch größer werden auf YouTube, aber das ist einfach in der deutschen Community, hat man es einfach nicht so leicht, groß auf YouTube zu werden. Und ihr helft uns natürlich dabei, wenn ihr unsere Videos ab und zu mal teilt, auf Facebook oder so. Und natürlich mit Freunden darüber redet. Zum Beispiel jetzt hier, war, yo, XPK Babes, habt ihr den schon auf YouTube gesehen? Oder XPK Nuke, schaut mal auf seinem Kanal vorbei oder so. Das hilft uns natürlich auch sehr. Oder wie siehst du das? Ja, klar. Und ich wollte eigentlich auch noch mal ein kleines Thema ansprechen, und zwar,
Manche, es gibt wirklich Leute, die, also ich wurde auch, glaube ich, schon zweimal auf Facebook angeschrieben. Was heißt auf Facebook? Per PN? Genau, warum kommt jetzt kein Video? Leute, versteht es, ein Video zu produzieren ist nicht so leicht. Es ist vielleicht leicht in der Produktion, aber es hochzuladen, es braucht wirklich Stunden. Für das erste Video, was ich auf meinem Kanal gebracht habe, ich habe einfach lange gebraucht. Ich habe, weil ich musste erstmal rein. So langsam geht es schon ein bisschen schneller. Aber es ist einfach schwierig, es zu uploaden. Es ist, man muss es erstmal alles machen, so. Man muss es einfach zuschneiden. Und wenn es nicht zugeschnitten ist, was bringt es euch, wenn es mir nicht gefällt und wenn es euch nicht gefällt? Es ist unnötig, wenn man sich dann so hetzt. Dann lasst lieber uns ein bisschen Zeit, dass wir vernünftige Gameplays bringen, beziehungsweise Commentaries, anstatt dass ihr dann hinterher so eine Grütze habt, wo die größte Scheiße bei rauskommt. Ne? Also, das würde ich dazu auch nochmal sagen. Ja, da sage ich auch noch ein kleines kleine Info noch dazu. Haben die ein Orbital oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie der Babi schon gesagt hat, wenn kein Commentary kommt, dann ist es entweder privater Grund oder keine Ahnung, wir haben kein Thema. Und ich sterbe hier die ganze Zeit, Alter. Ja. Auf jeden Fall, ihr denkt immer, so ein 5-Minuten-Commentary geht recht schnell hochzuladen. Also, ich sag's mal so: ein 5-Minuten-Commentary dauert bei mir circa 2 Stunden. Also, rendern, zusammenschneiden, hochladen und alles dauert bei mir circa zwei Juk, fick Stunden. dich, bitte fick dich. Geh einfach in eine Ecke, schimmel da, mach dir ein Brot, keine Ahnung. Nein, was hast du geschluckt gerade, bitte? Ja, komm, 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 komm. Sterbe jetzt hätten. Bitte. Alter, New! Er gibt mir Klette, er gibt mir eine Klette. Wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, 5 Minuten ja, Gameplay. ein 5-Minuten-Commentary dauert bei mir circa 2 Stunden, bis ich alles fertig habe. Also, man muss ja das Video erstmal zusammenschneiden, dann muss man es rendern. Das dauert jetzt schon mal 10 bis 20 Minuten und dann noch hochladen. Also, Jungs, seid uns nicht böse, aber wir versuchen schon, Commentaries zu bringen. Aber wenn es halt mal nicht an einem Tag nicht klappt, sei es wegen privaten Gründen, Schule lernen, wegen Arbeit, dann tut es uns leid. Aber ihr müsst es ja natürlich auch verstehen. Wenn ihr mal selber YouTube macht, dann Versteht ihr das eigentlich auch? versteht. Ich bin tot, Alter. Warum stirbst du nicht? Du warst vor mir. Ich hab Aim. Ich hab grad Triple Kill geholt. Okay. Quad. In einem A-Spawn. Ey, ich rasiere hier grad richtig. Wäre ich nicht gestorben, wäre das Oh richtig mein Gott, geil. 15 zu 15. Oh. Ich glaube, das wird ein ganz knappes Kill-Duell. Wenn ich mich nicht komplett blöd anstelle. Vielleicht ist beim Kill-Duell ein Taktikeinstieg nicht blöd, weißt du? Na. Du meinst bei dem Game. Kill-Duell dauert ja 1 Stunde. Also machen wir 1 Stunde. Oh Mann, 16 zu 16. Nuke, nein! Was hast du geraucht für. Du rauchst nie wieder vor deinen Commentaries, bitte. Stimmt, ich habe da vorhin geraucht. Ja, ich weiß. Das ist ja das Schlimme. Nein, da Ja, waren gerade gut. 4 Leute. Also ich wollte gerade irgendein noch ein Thema ansprechen. Ah, stimmt. Und zwar wollte ich noch ein kleines Thema ansprechen. Warum eigentlich Black Ops 2, also Call of Duty Black Ops 2, mein Lieblingsgame ist. Mann, warum zündet das scheiße 4 nicht? Also ich finde einfach, Black Ops 2 ist das beste COD, was je rausgekommen ist. Ja. Gut, manche sagen jetzt, oh, Ghost ist übel geil. Also ich finde Ghost. Ich fand es am Anfang auch, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ganz gut. Also vom ersten Eindruck her war es gar nicht mal so schlecht. Also vom ersten Eindruck war es, also ich fand es nicht schlimm vom ersten Eindruck. Also ich habe es mir schlimmer, also es hätte schlimmer sein können. Also, meiner Meinung nach ist Ghost scheiße. Es ist scheiße, aber ich fand es am Anfang ziemlich gut, also. Klar, aber in Ghost sind nur deutsche Abfucker. Ja. Klar, in Black Ops 2 gibt es auch deutsche Abfucker, aber meiner Meinung nach ist Ghost einfach das schlechteste COD, was sie je rausgebracht haben.
Ja. Aha. Oh, ich führe. Ja, Black Ops 2 ist einfach mein Lieblingsspiel, weil ich einfach... Eventuell könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ich kurz... Also, ich wollte dich nochmal kurz unterbrechen. Was euer Lieblings-COD ist, ob ihr Ghosts lieber mögt oder ob ihr... Nein, Nuke! Was wolltest du sagen? Eventuell könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten mögt. Von den COD-Szenen, also... Genau. Es gibt MW1, MW2, MW3, Black Ops 1, Black Ops 2 und COD Ghost noch. Er snipet mich. Was für eine Hure. Ey, mein Controller ist leer, Mann. Das ist nicht mehr nett. Ich muss mich jetzt hier mal richtig kurz am Riemen reißen, Digga. Oh mein Gott, du hast einen Kill mehr. Ein Kill, scheiße, Nuke stirbt. Oh mein Gott! Willst du. Warte mal bitte kurz! Ey, ich. Ey, Mann, das war so hässlich gerade, ne? Die Unterbrechung, Mann, die war voll nicht verdient gerade. Jawohl, Mann. Nuke ist down. Also, es ist jetzt keine Schadenfreude oder so sein, aber ich will unbedingt jetzt gewinnen. Es steht ja schon 1-0 für mich. Oh. Drei Leute. Nein, Nuke! Jawoll. 4. Jawoll. Oh, Nuke, du bist so fies. Nuke, stirb bitte jetzt einfach. Bitte stirb. Nein, Nuke! Alter, nein. Jawohl. Nein. Jawohl, komm, beende das Game, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, komm schon. Nein, ich werd gesniped. Ja, das sah jetzt mies, Mann. Mein Controller fuckt so ab, ne? Das muss ich. Jawohl. Das hättest du dir mal im Kinomodus geben müssen, ne? Oh, Mann. Scheiße. 2-0 für mich. Auf jeden Fall kritisch, Hase. Bürger dreht sich hier auf jeden Fall am Start, ne? Also so sieht's ungefähr aus, wenn ich One-Bar-Leitung hab, also. Nur davon kriege ich keine Hitmarker.